Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Comic Life schnell und einfach Comics, Bildergeschichten, bebilderte Anleitungen und vieles mehr erstellen kannst. Wenn man Comic Life öffnet, dann bekommt man zunächst hier diese sogenannte Vorlagenauswahl zu sehen. Hier kann ich eine Kombination aus Feldern und Design auswählen, die dann schon einmal in meinem neuen Dokument voreingestellt sind. Ich wähle jetzt hier mal diese Vorlage mit diesem Western-Look aus. Ich klicke doppelt darauf. Und nun hat Comic Life ein neues leeres Dokument geöffnet mit einer ersten Seite, die dieses Design bereits enthält und die einige Kästen enthält, in die ich meine Bilder einfügen kann. An dieser Stelle speichere ich das Comic gleich, damit nichts verloren geht. Zunächst mal ein Wort zur Benutzeroberfläche. Diese hat hier oben die gewohnte Formatierungsleiste. Und darunter eine kontextabhängige Formatierungsleiste. Was hier unten in dieser kleinen Leiste angezeigt wird, ändert sich je nachdem, welche Elemente ich auswähle. Wenn ich also zum Beispiel hier diese Überschrift auswähle, dann bekomme ich hier bestimmte Elemente, zum Beispiel die Füllfarbe oder die Rahmenfarbe, die Schriftart und so weiter. Wenn ich einen Kasten für ein Bild auswähle, dann gehen zum Beispiel die Schriftartauswahl verloren, weil ich natürlich bei einem Kasten keine Schriftart auswählen kann. Andere Dinge wie die Füllfarbe bleiben erhalten. So ändert sich also diese Formatierungsleiste, je nachdem, welches Element ich gerade ausgewählt habe. Hier auf der linken Seite sehe ich die Übersicht meiner Seiten und hier unten drunter die sogenannten Stile. Das sind Kombinationen aus Formatierungen, Farben und so weiter, die ich jeweils anpassen kann und die ich mit einem Klick anwenden kann, wenn ich das möchte. Auf der rechten Seite gibt es eine Vorlagenauswahl von Seitenvorlagen. Hier macht es mir Comic Life also leicht, ein bestimmtes Layout vorauszuwählen. Und ich kann auch bestimmte Grundlayouts in Comicform auswählen, also zum Beispiel ein zweispaltiges Layout mit dieser Anordnung oder mit dieser und so weiter. Das kann ich also einfach voreinstellen, damit ich diese Kästen nicht alle von Hand anordnen muss. Ich kann aber auch bei einem Layout, das ich angewandt habe, immer nachträglich die Form und die Anordnung der Kästen verändern. Wenn ich eine Seitenvorlage verwenden möchte, dann geht das immer nur für eine neue Seite. Ich würde dann also hier zum Beispiel jetzt diese Seite nehmen und hier draufziehen. Und dann ist eine zweite Seite hier entstanden. Die erste ist nach wie vor vorhanden. Und nun habe ich also diese zweite Seite hier angelegt. Gehen wir also zurück zu der ersten Seite. Der Hauptinhalt eines Comics sind natürlich die Bilder. Und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich die Bilder in das Comic hinein? Ich habe hier eine Auswahl von Ordnern, die ich auswählen kann. In meinem Fall habe ich jetzt nun den Schreibtisch ausgewählt, denn dort habe ich meine Bilder abgelegt. Hier sieht man also nun die Bilder, die ich im Schreibtisch gespeichert habe. Und um ein Bild in einen Kasten zu kriegen, nehme ich es mit der Maus, fasse es an und ziehe es in den Kasten. Man beachtet, dass der Kasten hier orange wird, wenn ich mit dem Bild darüber fahre. Hier sieht man den Unterschied, wenn auch nur leicht. Und in diesem Moment hat sich dieser Kasten das Bild sozusagen eingefangen. Ich lasse es hier los und der Kasten hat nun dieses Bild und der Kasten wirkt wie eine Maske oder wie ein Fenster, durch das ich den sichtbaren Ausschnitt des Bildes sehen kann. Man kann hier nun erkennen, dass das Bild viel größer ist als der Kasten. Das sieht man hier an diesen Anfassern und an dieser blauen Linie. Und solange jetzt diese Auswahl so sichtbar ist, kann ich das Bild in diesem Kasten auch noch verschieben. Ich kann also so lange schieben, bis der sichtbare Bereich dem entspricht, den ich gerne sehen möchte. Wenn ich zufrieden damit bin, klicke ich einmal in einen leeren Bereich, zum Beispiel hier rechts habe ich nun hingeklickt und nun ist das Bild an dieser Position im Kasten fixiert. Es ist nun zu beachten, dass ich mehrere Stufen von Auswahl treffen kann, wenn ich mit einem Kasten arbeiten möchte. Wenn ich ihn einmal anklicke, habe ich den ganzen Kasten und seinen Inhalt markiert und kann nun alles zum Beispiel verschieben oder auch die Größe ändern. Wenn ich nun das Bild erneut innerhalb des Kastens verschieben möchte, klicke ich, nachdem ich einmal den Kasten angeklickt habe, ein zweites Mal doppelt auf das Bild.
Und damit habe ich wieder diese Ansicht von vorher, dass ich nämlich das Bild in seiner ganzen Breite sehe und es nun auch wieder an eine andere Stelle schieben kann. Erneut klicke ich irgendwo ins Leere, um die Auswahl zu deaktivieren und dann den Kasten also wieder in seiner Position zu fixieren. Es gibt noch eine dritte Stufe. Wenn ich nämlich einen Einzelklick mache, nachdem der Kasten ausgewählt ist, dann werden diese Anfasser rot und mit diesen roten Anfassern kann ich die Form eines Objekts verändern. Also hier zum Beispiel eine Ecke langziehen oder nach innen beugen. Ich ziehe sie mal hier ein bisschen lang. Das sind also diese roten Anfasser. Nochmal zur Wiederholung, einmal anklicken, ganzer Kasten einschließlich Inhalt, Doppelklick drauf, lässt mich den Inhalt des Kastens einzeln verschieben und anpassen, wieder Klick ins Freie, um zu deaktivieren oder die andere Möglichkeit, einfacher Klick für den Kasten und nochmal einfacher Klick für die Anpassung der Form. Das geht übrigens auch mit Text. Einfacher Klick auf den Text und nochmal einfacher Klick auf den Text. Dann kann ich auch die Form der Textbox verändern und die Schrift wird entsprechend gezogen oder gezerrt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Titel meines Comics eingeben möchte, klicke ich das Ganze einmal an und dann nochmal doppelt und nun kann ich meinen Text hineinschreiben. Mit Enter bestätige ich und dann habe ich meine Überschrift in dieser Formulierung, die ich gerade gewählt habe. Ich kann diese Überschrift frei verschieben. Ich kann sie auch dahinter schieben hier, so wie ich das möchte. Das gleiche geht mit anderen Textkästen. Einmal auswählen, Doppelklick und mein Text kommt rein. Mit Enter schließe ich in diesem Fall den Vorgang nicht ab, denn hier ist mehrzeiliger Text möglich, sondern habe eine neue Zeile gemacht. Ich kann einfach immer wieder ins Leere klicken, um diesen Vorgang abzuschließen und dann den Cursor hier wieder zu deaktivieren. Ich ziehe nun also einmal mehrere Bilder in die verschiedenen Kästen hinein, um Beispiele zu haben. Und nun möchte ich natürlich auch Sprechblasen und anderen Text in das Comic einfügen. Das mache ich ganz einfach, indem ich hier unten die Sprechblasenauswahl benutze. Ich klicke eine Sprechblase an, ziehe sie bei gedrückter Maustaste und lasse sie da los, wo ich sie haben möchte. Auch hier wird der Kasten wieder orange, wenn er sich die Sprechblase eingefangen hat. Das heißt, diese Sprechblase ist ab jetzt mit diesem Kasten gruppiert. Um das abzuschließen, klicke ich wieder ins Freie. Ich kann nun diese Sprechblase verschieben. Ich habe hier verschiedene Anfasser, um ihre Größe zu ändern. Ich kann hier oben ihren Winkel ändern. Und ich kann auch mit diesen beiden Anfassern den Zielpunkt des Pfeils und die Krümmung des Pfeils verändern, sodass ich also beliebig diese Form anpassen kann, bis sie so ist, wie ich sie mir vorstelle. Übrigens, ich zeige dir hier die Comic Live Version für den Mac. Die Windows Version sieht fast identisch aus, auch wenn die Benutzeroberfläche vielleicht hier und da etwas kleine Unterschiede aufweist, aber die Funktionen sind identisch vorhanden. Ich kann auch Überschriften einfügen auf dieselbe Art, einfach reinziehen und dann platzieren. Auch das kann ich wieder, jetzt habe ich es falsch erwischt, das kann ich wieder drehen, in seiner Größe verändern. Wenn ich einen erneuten Einzelklick mache, dann könnte ich auch hier die Form des Umrisses verändern. Und jetzt sehe ich hier, dass mir verschiedene Stile angeboten werden. Die können jetzt hier nützlich sein, wenn ich den Text verändern möchte. Ich klicke also einmal hier auf diesen Stil und dann wird die Schriftart und die Farbe des Stils geändert. Mit einem Klick kann ich das also machen. Und das geht auch bei Fotos. Wenn ich also jetzt zum Beispiel hier das Foto auswähle, Doppelklick, damit ich den Inhalt des Kastens habe, dann sehe ich hier einen Stil, aber es gibt hier oben in dieser Kontextleiste auch Stile zur Auswahl und hier kann ich verschiedene Filter auf dieses Foto anwenden. Zum Beispiel, dass es wie eine schwarz-weiße Strichzeichnung aussieht oder eine andere Form von Strichzeichnung oder wie ein gemaltes Bild oder ein Holzfarbenbild. Oder eben mit keine den ganz normalen Fotolook. Das ist insofern wichtig zu verstehen, weil manche dieser Filter
in manchen Vorlagen automatisch angewandt werden. Ich zeige dir das gerade mal hier, indem ich eine neue Vorlage öffne, hier zum Beispiel Newspaper Classic. Und wenn ich hier ein Bild reinziehe, dann wird das gerastert, so wie es eben in einer schwarz-weiß gedruckten Zeitung aussieht. Wenn ich das nicht haben möchte, dann müsste ich wieder hier einmal den Kasten auswählen, dann wieder einen Doppelklick, um das Foto im Kasten auszuwählen und dann hier über dieses Menü hier oben bei Filter keine, damit das Foto in seiner Originalqualität gezeigt wird. Die von mir vorher gespeicherte Datei ist eine Comic Live Datei. Sie kann nur geöffnet werden, wenn man das Programm Comic Live auf seinem Rechner installiert hat. In aller Regel möchte ich den Comic oder das Comic ja aber an Leute weitergeben, bei denen ich nicht weiß, ob sie Comic Live installiert haben. Das heißt, ich muss das Comic in eine andere Form bringen. Das mache ich über Ablage, exportieren und nun kann ich wählen, als PDF zu exportieren oder als Bild. Das sind die beiden Versionen, die eigentlich am sinnvollsten sind. In meinem Fall wähle ich PDF und jetzt kann ich eine Auflösung wählen. Wenn das Ganze ausgedruckt werden soll, dann sollte ich 300 dpi nehmen und sage hier Next und kriege nun also eine PDF-Version dieses Comics. Die speichere ich auf dem Schreibtisch und diese kann nun von jedem angezeigt werden, der PDFs anzeigen kann, also praktisch jeder Computer und jedes Smartphone. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben dalässt. Wenn du auch in Zukunft meine Videos nicht verpassen möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.